Hallo, ich grüße Sie recht herzlich zum Sonntagswetter bei uns in Deutschland. Und das sieht kontrastreich aus. Im äußersten Norden und Nordosten, da weht eine kühle Meeresbrise, während wir im Südwesten, vor allen Dingen am Oberrhein, schwül heiße Luft haben. Nicht nur mit Sonnenschein, sondern auch mit Schauer- und auch Gewitterrisiko. Wir schauen uns gleich mal die Temperaturen an, die dort erreicht werden können entlang des Oberrheins. Da sind es nämlich über 30, örtlich 32 Grad. Meistens eigentlich recht angenehme sommerliche Verhältnisse, so um die 25 Grad. Allerdings direkt an der See mit auflandigem Wind hier an der Ostsee nur 20 Grad. Und gefühlt ist es dort auch nicht viel mehr, aber hier im Südwesten, da schwitzt man eigentlich schon, ohne dass man sich großartig bewegt, bei teilweise an die 35 Grad empfundener Temperatur. Die Sonne gibt ordentlich Gas. Vor allen Dingen hier in der Mitte, da erreicht sie teilweise sogar das astronomische Maximum von immer noch 16 Stunden. Im Nordosten müssen wir ein paar Stunden abzwacken, 8 bis 11 Stunden. Und auch teilweise dort, wo schon am Vormittag Schauerwolken aufziehen. Das ist insbesondere etwa zwischen dem Schwarzwald und dem Bayerischen Wald der Fall. Und im Nordosten haben wir hochnebelartige Wolken, die von der Ostsee noch ein Stückchen nach Südosten vorankommen, teilweise auch den Norden von Berlin ankratzen. Aber genau dazwischen haben wir eben den reichlichen Sonnenschein mit bis zu 16 Stunden, wie wir vorhin gesehen haben. Unwettergefahr im südlichen Bergland, vor allen Dingen Schwarzwald, Alpenrand und auch Bayerischer Wald mit Hagelschlag, mit Starkregen samt Überflutungsgefahr und mit ein paar kräftigen Böen, aber meistens ist der Wind nur schwach. Im Laufe des späten Nachmittags und am Abend fallen diese Schauer- und Gewitterwolken wieder in sich zusammen. Einzelne bleiben übrig. Im Norden ist sowieso dann alles klar und da kann man lange draußen sitzen bleiben.